Der wunderschöne 1. April-Samstag lockte die Menschen ins Freie. So auch an die unscheinbare Georgenkapelle an der Hospitalschenke in Grimma. Die Eiligen übersehen beim Vorbeifahren oft das kleine, ehemalige Gotteshaus, das heute für Künstler zur Verfügung steht. Im Eingangsbereich hängt eine Stahlgussglocke aus dem Geläut der Kirche Höfgen und soll so an die jahrhundertelange Nutzung des Gebäudes als Gotteshaus erinnern. Aber an diesem Samstag konnten hier Interessierte die Ausstellung Kalligraphie trifft auf Malerei bewundern. Kalligraphie? Was war denn das schnell noch einmal? Natürlich, die fortgeschritteneren Jahrgänge kennen es noch aus der Schule. Schönschrift. Die Leipziger Künstlerin Karin Bierbaum befasst sich als freie Keramikgestalterin naturgemäß mit Zeichnungen. So war der Schritt zur Malerei, den sie ab 2013 intensiv vollzog, nur natürlich. Endig Mayfort, ein Autodidakt, stellt die Schönschriften aus. Die Ausstellung eröffnete der Organisator des Grimma Kleinods, Hans Waldowski. Diese Ausstellung ist eine ganz besondere für uns. Eine hochkarätige, würde ich sagen. Zwei Namen, ein Künstlerpaar, das in der Leipziger Kunstszene bekannt und gefragt ist. Ein Glücksfall für unsere kleine Galerie. Galerie St. Georgenkapelle hier in Grimma. Zu Beginn der Ausstellung übergab Waldowski an die Gitarristin Susi und die Cellistin Almut. Die beiden übernahmen die musikalische Umrahmung. Die Ausstellung wird unter dem Motto Kalligraphie trifft auf Malerei gezeigt. In der Malerei wird der Bogenschwung vom Mittelalter zur Moderne gewagt. Die Schönschriftenarbeiten erinnern uns an Filme, die vor knapp 100 Jahren gedreht wurden. In diesen sind Schaufenster zu sehen, die mit Schönschriftangeboten die Kunden anlocken sollten. Im Übrigen sind die meisten der kalligraphischen Arbeiten sogenannte Isogramme, also Worte, die jeden Buchstaben nur einmal beinhalten. Mit Worten der beiden Künstler und einem weiteren Musikstück war dann die Ausstellung eröffnet. Sei noch bemerkt, dass die Kunstwerke bis zum 24. April jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich sind.